Hallo Kinderlein, einen fröhlichen 24. Dezember, frohe Weihnachten an euch. Hier kommt direkt mein Beitrag zum heutigen Tag. Hallo, wen ich gerade getroffen und überfallen habe. Das Christkind. Ja, es hat nicht viel Spaß gehabt, das Christkind mit mir. Ja, was haben wir denn da erbeutet vom Christkindl, hä? Für unseren lieben Timmy. Ach so, Timmy. Was bekommt Timmy denn für einen Scheiß, hä? Ja, das Christkindl wollte sich wehren. Da dachte ich mir, naja, komm, ich wehre mich auch. Obwohl ich ja der Angreifer war, aber naja. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Was bekommt der kleine verkackte Timmy? Was bekommt er? Es hat sich halt ein bisschen gewehrt, das Christkindl. Das war blöd. Ich habe noch gemeint, lass gut sein. Lass mir einfach den Karton. Aber nein. Und ja. Soll ich jetzt nicht meinen Teppich voll bluten hier? Tja, Timmy. Gucken wir mal rein. Ah, so, guck mal, was der verwöhnte Timmy wieder bekommen hätte. Die alte Sau. Naja, was hätte er da noch bekommen? Ach so, direkt noch ein Controller. Na klar, weil Timmy Freunde hat. Lüg mich nicht an. Guck dir das an. Das ist natürlich hervorragend, ne? So günstig habe ich, glaube ich, noch keine Konsole bekommen. Und nächstes Mal, wenn sie das Christkindl wert, dann esse ich es vielleicht auf. Ich überlege mir es noch. Timmy, der verwöhnte kleine Balk. Jetzt hat sie es ausgetimmied. Das kommt doch von dem, was ich mir mit dem Falschen anlegt. Ach, guck mal da. Timmy hat sogar die Dödel-Edition bekommen. Guck mal, da kann Timmy kann heute jetzt nicht mehr tanzen. Oder auch nicht Assassin's Creed Unity Season Pass und hin und her spielen. Weil er nämlich nichts bekommt. Guck mal da, Timmy kann sich auch nicht mit seinen Freunden unterhalten. Weil ich mich jetzt mit meinen Freunden unterhalte. Und auch mit dem Controller spiele. Und ich werde auch ordentlich was verkabeln. Ich werde weiterhin ziemlich viel verkabeln und kabeln. Der Timmy, du wirst doch nicht gesehen von Microsoft, während du masturbierst. Schau mal, wie schön das eingepackt ist. Blöd dann, dass das Christkind jetzt am Bluten ist. Timmy, das ist echt schade, wirklich. Das wäre so eine schöne Konsole geworden. Was haben wir hier drin? Wahrscheinlich noch eine drin. Da ist noch ein bisschen vom Christkindl, habe ich noch ein bisschen, da ist noch ein bisschen Haut. Das hat sich halt echt böse gewehrt, das hat mich gebissen, ich meine, was soll ich machen? Na, schau dir das mal an, Kamera. Wow. Crank mal alles trifft, oder? Wenn man sich noch entscheidet, jemanden zu überfallen, das kann oft auch gut gehen. Überfallt niemanden. Hört auf. Keine Gewalt. Ich hoffe, ihr habt dort einen schönen Tag. Ich nehme an, bei uns war es zumindest immer so, dass wir die Geschenke früher, später bekommen haben, also Abend. Ich nehme an, das ist so die Norm, oder? Dass man am 24. abends nach dem Essen, wir haben übrigens immer Fondue gemacht an Weihnachten, an Silvester dann Raclette. Aber ja, nach dem Fondue gab es dann bei uns immer Bescherung. So um 18, 19, 20, 21 Uhr, je nachdem, wie lange man halt isst. Ich hoffe, ihr habt schöne Geschenke bekommen. Ich bin auch schon gespannt, was ich heute bekomme. Und ja, ich bin nämlich noch zu Hause. Bescherung gibt es dann erst bei meiner Freundin. Und ja, bis dann, gell? Also einen schönen Tag, ne? Und auch einen guten Rutsch jetzt nochmal hier an der Stelle für euch. Ciao, ciao!